Zur Lage der Solarindustrie in Deutschland und in Europa gibt es ja im Moment vieles zu sagen, allerdings wenig Gutes. Wir erleben insbesondere in Deutschland auch nach der Ankündigung des Solarproduzenten Meyer Burger den zweiten Tod quasi der Solarindustrie, der hiesigen Solarindustrie. Allein in Freiberg sollen oder werden perspektivisch 500 Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Das ist natürlich der völlig falsche Weg. Es geht ja nicht nur darum, sozusagen, dass gute Arbeitsplätze auch in häufig strukturschwachen Regionen verloren gehen, sondern dass auch Forschung und Entwicklung dann abwandern und damit die Zukunftsperspektiven der Solarindustrie in Deutschland und in Europa insgesamt geschwächt werden. Und ich muss hier an dieser Stelle ganz klar eine Kritik auch an der Politik der Bundesregierung äußern. Und das ist ja auch deutlich in der Kritik der Produzentinnen und Produzenten zutage getreten. Die unterbleibenden Investitionen in diese so wichtige Solarindustrie, in die Zukunftsbranchen, führen dazu, dass Deutschland industriell abgehängt wird, dass die Industrie in Deutschland in Teilen vernichtet wird, insbesondere zukunftsträchtige Industriezweige, dass die deutsche und europäische Industrie damit tatsächlich den Entwicklungen auf dem Weltmarkt hinterherhinken und insbesondere Forschung und Entwicklung natürlich so wichtig wären, um gut bezahlte Arbeitsplätze auch hier in der Region zu halten. Das ist ein Totalversagen der Bundesregierung an dieser Stelle und vor allem deshalb, weil sie an dieser falschen Schuldenbremse, die sich hier einmal mehr als Investitionsbremse in die Zukunft auswirkt, festhält. Zweiter Punkt, Taurus-Abhörskandal. Sagt man ja mittlerweile, die Debatte um die Lieferung der Taurus-Marschflugkörper ist ja voll entbrannt seit einigen Tagen, noch mal viel stärker dadurch, dass bekannt geworden ist, dass es einen Abhörskandal bei der Bundeswehr gegeben hat, wo hochrangige Bundeswehroffiziere Planspiele für den Einsatz von Taurus-Marschflugkörpern in der Ukraine angestellt haben. Ich muss sagen, ich bin zunächst wirklich extrem verwundert über diese Naivität, die da offensichtlich vorherrscht, dass man über so unsichere IT-Verbindungen, also über WebEx quasi, miteinander so hochbrisante Informationen austauscht. Ich glaube, es wäre sehr, sehr sinnvoll, wenn Pistorius, der Verteidigungsminister, davon redet, dass es erstmal keine Konsequenzen gibt. Er zumindest darüber nachdenkt, dass es eine Konsequenz auf jeden Fall gibt, nämlich IT-Schulungen für die Offiziere der Bundeswehr und andererseits eben auch entsprechende Investitionen in die IT-Sicherheit. Das, glaube ich, muss jetzt passieren, lieber in IT-Sicherheit investieren als in Kampfpanzer, könnte man an dieser Stelle sagen. Aber wenn man sich die inhaltliche Dimension dessen, was da besprochen wurde, ansieht, dann muss ich sagen, bin ich nicht verwundert, sondern wirklich erschreckt. Es geht ja unter anderem davon, dass nach der Debatte, die Macron angestoßen hat, ob man nicht eventuell auch Bodentruppen in der Ukraine einsetzen könne, in diesem Gespräch ja doch zumindest angedeutet wird, dass eventuell Soldatinnen und Soldaten von westlichen Armeen, auch von NATO-Partnerarmeen, schon in der Ukraine im Einsatz sein könnten, um dort unter anderem Marschflugkörper mitzusteuern. Falls das stimmt, wäre das absoluter Wahnsinn tatsächlich. Denn damit wären Soldatinnen und Soldaten von NATO-Armeen direkt an diesem Krieg beteiligt. Ich finde, die müssen sofort abgezogen werden. Wir sind damit wirklich in einer völlig unberechenbaren Situation angekommen, die eine Ausweitung dieses Krieges auch mit sich bringen kann. Die Eskalationsgefahr ist enorm. Und deshalb muss die Schlussfolgerung natürlich sein, ganz klar Nein zur Lieferung der Taurus-Marschflugkörper, um aus dieser militärischen Eskalationslogik auszusteigen und ganz im Gegenteil endlich dafür zu sorgen, dass wir diesen Pfad der militärischen Eskalationslogik verlassen und für eine diplomatische Lösung in dem Sinne eines nachhaltigen Friedens in der Ukraine sorgen. Es gibt auch gute Nachrichten. Erstmal noch nicht in Deutschland, aber wir werden weiter dafür kämpfen, dass es bald auch in Deutschland gute Nachrichten gibt, wenn es um die Rente geht, nämlich im Interesse der Rentnerinnen und Rentner. In der Schweiz hat sich die Bevölkerungsmehrheit deutlich für die Erhöhung der Renten ausgesprochen in Form einer 13. Rentenauszahlung, monatlichen Rentenauszahlung und gleichzeitig aber gegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters, was, wie ich finde, zwei sehr wichtige Entscheidungen sind. Was wir hier in Deutschland natürlich daraus lernen können, und ich berichte mal von meinen persönlichen Erfahrungen im Wahlkreis, ist, dass wir es mit einer massiven Altersarmut haben, mit der wir konfrontiert sind. Was wir brauchen, ist natürlich eine richtige Rentenreform, die Armutsrenten abschafft. Und die beste Sofortmaßnahme an dieser Stelle wäre, dass wir das Rentenniveau auf 53% wieder anheben, da wo es einmal war. Das wäre richtig. Zweitens wollen wir zur Finanzierung die Beitragsbemessungsgrenze
entsprechend erhöhen. Wir wollen, dass alle in die gesetzliche Rente einzahlen und dass auch die Riester-Rente wieder in die gesetzliche Rente zurückgeholt wird. Das würde dafür sorgen, dass wir Altersarmut in diesem Land effektiv bekämpfen können und dass die Menschen einen Lebensabend in Würde in Deutschland verbringen werden. Dazu demnächst mehr. Auch hier bei einer der Pressekonferenzen kann ich schon ankündigen, werden wir ein detaillierteres Rentenkonzept vorstellen, weil das eine der Debatten ist, die die Menschen in diesem Land umtreibt und die wir als die Partei, die für soziale Gerechtigkeit und damit auch gegen Altersarmut kämpft, natürlich vorne anstellen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt freue ich mich auf all Ihre Fragen zu allen nur erdenklichen Themen. Bitte schön. Ja. Eine Frage zu der heute bekannt gewordenen Streikankündigung der GDL. Es läuft ja darauf hinaus, dass dann weite Teile des Verkehrs lahmgelegt sein werden, also Flug- und Bahnverkehr. Sehen Sie das in Bezug auf das Streikrecht kritisch? Sehen Sie da vielleicht sogar einen Missbrauch oder würden Sie dem eher vehement widersprechen? Herr Jahn, ich freue mich, dass wir in einer Situation sind, in der die soziale Situation in diesem Land so zugespitzt ist, dass die Gewerkschaften wirklich aktiv auch für die Rechte ihrer Mitglieder kämpfen und dass sie die Tarifauseinandersetzung auch mit Streiks annehmen. Weil darum geht es nämlich, bessere Löhne zu haben für eine harte Arbeit, die die Kolleginnen und Kollegen auch bei der Bahn oder auch das Flughafenpersonal leisten. Und natürlich müssen da gerechte, gute Löhne gezahlt werden. Ich unterstütze ausdrücklich die Arbeitskämpfe all derjenigen, die sich auch im Ausstand befinden. Und von daher glaube ich, dass die Debatte um eine Einschränkung des Streikrechts in die völlig falsche Richtung geht. Ganz im Gegenteil, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute und die Gewerkschaften gestärkt in diesen Auseinandersetzungen agieren können. Das ist meine Position, das ist die Position meiner Partei. Wir unterstützen ausdrücklich die Arbeitskämpfe und stehen solidarisch an der Seite der Kolleginnen und Kollegen. Emanuel Richter von der RWTH in Aachen, zugeschaltet aus Berlin. Das war ein Auszug aus der Pressekonferenz von Martin Schirdewan, Co-Chef der Linken. Ihre Meinung, hat man das Gefühl, hat sich ja auch zu der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern zum Abhörskandal geäußert, hat man das Gefühl, die Grünen, pardon, die Linke, die bewegt sich ein bisschen weg von ihrer bisherigen Position, wo sie ja durchaus zumindest, ich sag mal, Verständnis für Waffenlieferungen an die Ukraine gezeigt hat? Naja, man nimmt sich da bei der Linken jetzt sehr zurück. Das liegt natürlich nicht zuletzt daran, dass es eben jetzt eine Konkurrenzpartei gibt, das Bündnis Sahra Wagenknecht, wo ja etwas schärfere Positionen und russlandfreundlichere Positionen vertreten werden. Also da muss man sich ja irgendwie einerseits abgrenzen, andererseits auch distanzieren. Und das hat er heute insofern getan, als er eben sagt, falls da wirklich Soldaten von der NATO in der Ukraine sind, müssen die dringend abgezogen werden. Wobei ich ziemlich sicher bin, als Parteivorsitzender würde er auch wissen, ob es solche NATO-Soldaten in der Ukraine gibt oder nicht. Also die Informationspolitik, die wird da so ein klein bisschen verschleiert von seiner Seite. Also insofern ist das so ein bisschen eine Relativierung der ganzen Diskussion. Aber meine Beobachtung ist, dass sich die Linke in dieser Hinsicht im Moment jedenfalls sehr zurückhält, weil sie sich da programmatisch abgrenzen muss gegenüber dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Das finde ich ganz spannend. Vielleicht können wir bei dem Punkt noch mal bleiben. Es gab ja auch zwei andere Punkte, die er genannt hat. Dann hat er die Rentenerhöhung beispielsweise in der Schweiz noch mal hervorgehoben. Da gab es ja einen Volksentscheid am Wochenende. Da hat ja die Schweiz für eine deutliche Rentenerhöhung ohne eine Erhöhung des Renteneintrittsalters gestimmt. Und er hat auch viel Verständnis, viel Sympathie für den Bahnstreik gezeigt. Ist das gefährlich für so eine Partei? Denn von diesem Bahnstreik sind ja auch viele der Wählerinnen und Wähler der Linken betroffen. Ja, das ist immer ein zweischneidiges Schwert, sich da zu äußern zu Streikmaßnahmen. Und es ist ja immer mehr der Verdacht im Raum, dass das eine Unverhältnismäßigkeit ist. Das heißt also, dass die GDL da zu schnell streikbereit ist und zu wenig verhandlungsbereit. Diesen Verdacht, glaube ich, der ist gerechtfertigt und dem muss man nachgehen. Aber das hindert natürlich die GDL nicht daran zu streiken und das hindert die Linke nicht daran, sich da so ganz kategorisch
Material auf Seiten der Arbeitnehmer zu stellen und zu sagen, alles, was Gewerkschaften tun, hat eine größere Legitimität als etwa Statements von Arbeitgebern. Und zu diesem Rentenproblem, das fand ich auch sehr interessant, weil diese Diskussion wird in Deutschland im Moment noch vermieden. Es wird eine Rentendiskussion geben müssen, weil wir sehr viel mehr Rentnerinnen und Rentner haben und weniger Erwerbstätige, die für deren Rentenaufkommen aufkommen müssen. Also insofern gibt es da ein Problem, was noch in der Politik so ein bisschen unter dem Deckel gehalten wird. Und in der Schweiz ist das nun zum ersten Mal hochgekocht und hat ja zu einer Volksabstimmung geführt und zu einer Stärkung der Rentenversorgung. Und das Problem wird sich eben in Deutschland stellen, nicht unbedingt als eine Erhöhung, aber doch als ein Problem, dass man sich mit dieser Schieflage, also einer Überalterung der Gesellschaft und zu wenig Erwerbstätige, die das Rentensystem finanzieren müssen, dass man sich mit dieser Schieflage irgendwie sehr intensiv auseinandersetzt und die Rententöpfe, die es ja gibt, dass man die dann auch noch erhöht und da mehr Geld einzahlt, um eben zuschießen zu können. Professor Emanuel Richter von der RWTH in Aachen, danke für Ihre Einschätzung. Gerne.